In Israel sind erneut tausende Menschen gegen die von der Regierung geplante Justizreform auf die Straße gegangen. Für die Demonstranten ist es das 32. Protestwochenende am Stück. Es kommt mir so vor, als wären die Politiker schon etwas immun gegen die Proteste geworden. Sie machen einfach weiter wie gewohnt, ohne noch Notiz von uns zu nehmen. Wir sehen ja, was in europäischen Ländern passiert ist, zum Beispiel in Belarus, das ist schrecklich. Ich mache mir große Sorgen. Solange ich mir Sorgen mache, komme ich weiter zu den Protesten. Die Justizreform zielt darauf ab, die Befugnisse der Justiz und des obersten Gerichts einzuschränken. Ende Juli hat die Rechtsaußenregierung bereits ein Gesetz verabschiedet, das dem obersten Gericht die Möglichkeit nimmt, Regierungsentscheidungen als unangemessen einzustufen und so zu verhindern. Es ist wichtig, dass wir weiter protestieren, denn erstens ist die Gefahr noch nicht gebannt und zweitens sollen die Regierungsmitglieder wissen, dass wir nicht aufgeben werden. Weitere Schritte der Justizreform sollen folgen. Unter anderem soll es für die Regierung künftig leichter sein, Richter zu ernennen und zu entlassen.